Moin, moin, YouTube. Danke fürs Einschalten. Heute sehen wir Nimrod 73 in seinem Udel 03 auf der Karte Karegelin mit einem Standard-Battle. Natürlich heißt die Karte Karelie, aber ich nenne sie immer Karegelin. Schöne Grüße an den T10 von den Gegnern, Son of a Beach. Geiler Name. Ja, was er daraus macht, sehen wir uns doch zusammen an. So, dann hat er sich also den Udes geliehen. So, TD-Modus. Ja, er fährt sehr weit gleich Anfang zum Gefecht, ne? Blind Shot, da wo die anderen TDs immer stehen. Sehr gut. Ja, genau. Hör doch auf. Habt ihr den Schuss gesehen? Sag ja, die bei mir im Clan bescheißen alle. Kann nicht wahr sein. Der hätte dran vorbei sein müssen. Oh, das Ding fährt ja rückwärts ziemlich schnell, ne? So, jetzt will er Damage machen bei den Heavys. Und los. Ach, schade. Ja, kommst nicht durch. 112er ist gut, den hab ich ja auch. Das ist super. Da jetzt aber, komm. Und bam, Igelstein. So. Traut er sich etwa nicht? Hat er Hemmo? Na komm raus. Gib dem Gerrit Schaden, gib dem Gerrit Schaden. Und los, komm. Sehr schön. Boah, der war super. Ich hätte gedacht, du bounce. Schade. Genau, Unterwanne. Sehr gut. Da oben. Schöner Treffer, cool. Type for Heavy, genau, Unterwanne oder Schulter. Pershing steht so schön auf Kette. War, glaube ich, jetzt auch gut, was er gemacht hat. Auf Kette setzen, damit er nicht weiter voran kann und seine Jungs Zeit haben, sich umzustellen. Ne? Gut, er fährt weiter zurück. Er nutzt diesen Sichtkreis. Das finde ich cool. Den hier. Also den Spotting-Kreis, sagen wir mal. Ja, die Artis hinter ihm. Sehr schöner Hit. So, jetzt den Löwen. Was schubst du ihn denn? Sehr schön. Der Löwe zielt auf die Art, wie seht ihr das? Ja, ne? Nochmal. Genau, schön auf die Stelle drauf.
Und der war auch gut. Sehr schön. Komm, komm, komm. Schon seitlich. Aber er macht's gut, er nimmt das gefährlichste Ziel. Hammer, sehr gut. Schöner Hit. Und Type 4 Heavy, du darfst jetzt auch mal treffen, irgendwie so. Bye bye, Löwe. 79 hab. Sehr schön. So, Suppen-Pershing noch oben, genau. Jetzt hat er gesehen, der T-44 wird nicht klarkommen. Ey, die IS-6 kommt nicht klar mit dem T-44. T-49 ist auch aufgetaucht. Sehr schön, er behält die Minimap im Auge, alles tipptopp. Nimm Rot. Hey, ihr 6. Killer. So. Einer noch, komm, 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 komm. Ja. T49. Er hat da was für dich. Eine Mumpel. Oben, oben, oben. Schade. Sehr schöner Hit. Als der 112er. Oho, Jagdpanther und die FV-AT. 11 zu 6. Er ist mittlerweile bei 4055 Schaden. Guck mit dem roten Punkt, ob du drauf schießen kannst. Sehr schön, komm. Ey. Der hat auch immer Steine als Freund, ne? Jetzt. 351. Ist auf Kette, nimm ihn raus. Da, 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 da. Bam! Richtig gut. Sehr schön. Da steht ein Oho vor der Karre. Sehr schön. Schöner Hit. 4971 Damage. Komm, Killshot. Schade. Ich dachte, der trifft. Ja, 15-7. Richtig schön. Dann gucken wir mal auf deine Auswertung. Folgendes hier, meins, ne? Panzer Ass. Schläger, Feuer, irgendwas. Großkaliber. Er hat einen Panzer gespottet in Type 4 Heavy, 399 Schaden ermöglicht, 7 Module zerstört, 4971 Schaden gemacht und 3 Kills. In der Teamauswertung ist er mit dem Schaden auf Platz 1. Mit Erfahrung auf Platz 1. Sehr gut. Im detaillierten Report hat 54.705 Credits gemacht, musste die Munition bezahlen. Und 17.585 plus gemacht. Er hat an Erfahrung bekommen 2033, hat keinerlei Booster oder irgendwelche das mal 2 gehabt oder sowas ähnliches. Dann dazu noch 101 freie Erfahrung. Wie immer danke ich euch fürs Einsenden, fürs Zuschauen. Bleibt mir erhalten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!